Die Blutzirkulation ist ein entscheidender Faktor für unsere Gesundheit. Sie versorgt jede einzelne Zelle unseres Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen und sorgt dafür, dass Abfallprodukte abtransportiert werden. Eine schlechte Blutzirkulation kann daher zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Aber wie erkennst du, ob deine Blutzirkulation nicht optimal ist? Genau darum geht es in diesem Video. Wir zeigen dir 5 Anzeichen, an denen du eine schlechte Blutzirkulation erkennen kannst. Bleib also dran, denn diese Informationen könnten dein Leben verändern. Nummer 1. Kalte Hände und Füße. Wenn deine Hände und Füße ständig kalt sind, könnte das ein Zeichen für eine schlechte Blutzirkulation sein. Denn wenn das Blut nicht richtig fließt, werden die Extremitäten nicht mit ausreichend Wärme versorgt. Wenn du also bemerkst, dass deine Hände und Füße auch in warmen Umgebungen kalt sind, könnte das ein Hinweis auf eine schlechte Blutzirkulation sein. Nummer 2. Taubheitsgefühl und Kribbeln. Ein weiteres Anzeichen für eine schlechte Blutzirkulation ist ein Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Extremitäten. Dieses Gefühl entsteht, wenn die Nerven in den betroffenen Bereichen nicht ausreichend mit Blut versorgt werden. Wenn du also regelmäßig ein Kribbeln oder Taubheitsgefühl in deinen Händen oder Füßen spürst, solltest du das unbedingt ernst nehmen. Nummer 3. Müdigkeit und Schwindel. Fühlst du dich oft müde und schwindelig, auch wenn du genug geschlafen hast? Auch das könnte ein Zeichen für eine schlechte Blutzirkulation sein. Denn wenn das Blut nicht richtig fließt, werden dein Gehirn und deine Muskeln nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, was zu Müdigkeit und Schwindel führen kann. Nummer 4. Trockene Haut. Auch trockene Haut kann ein Anzeichen für eine schlechte Blutzirkulation sein. Denn das Blut versorgt die Haut mit Nährstoffen und Feuchtigkeit. Wenn die Blutzirkulation gestört ist, kann die Haut trocken und rissig werden. Wenn also Cremes und Lotionen nichts helfen und deine Haut trotzdem trocken bleibt, könnte das ein Zeichen auf eine schlechte Zirkulation sein. Nummer 5. Gedächtnisprobleme. Das letzte Anzeichen, das wir heute besprechen, sind Gedächtnisprobleme. Wenn das Gehirn nicht ausreichend mit Blut versorgt wird, kann das zu Konzentrations- und Gedächtnisproblemen führen. Wenn du also bemerkst, dass du oft Dinge vergisst oder Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, könnte das ein Zeichen für eine schlechte Blutzirkulation sein. Wenn du eines oder mehrere dieser Anzeichen bemerkst, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Eine schlechte Blutzirkulation ist ein ernstes Problem, das behandelt werden muss. Aber keine Sorge, es gibt viele Möglichkeiten, die Blutzirkulation zu verbessern und wir werden in einem unserer nächsten Videos darüber sprechen. Also bleib dran! Was denkst du über diese Anzeichen? Hast du vielleicht selbst schon einmal eines dieser Symptome bemerkt? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren mit uns und vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, damit du keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und pass gut auf dich auf!